Ja, hier ist auch nichts drin, obwohl da ist eine Kleinigkeit. Aber was soll's. Ist das Kohle? Ich glaube schon. Ja, das sollte Kohle sein. Ja, es ist. Einfach den Schriftzug lesen und einfach ist es. Ich hoffe, wir treffen auf irgendeine Struktur oder so. Ganz oft trifft man auf irgendwelche Häuser oder Kultstätten von irgendwelchen Leuten. Ich muss sagen, Avian Dungeons, die sind cool. Das sind meistens so alte Ruinen aller Azteken oder Ägypter oder sowas in der Richtung. Ziemlich cool. Und gibt der Rasse ein bisschen Charakter. Dann hatte ich einen Floran Dungeon, der war ja so eine Art Festung aus Blumenstoffen. Und auch nicht übel. Ziemlich groß. Was hatte ich noch? Ein Glitch Dungeon. Also Glitches sind halt die Roboter. Die so eine mittelalterliche Festung hatten die. Die war auch ziemlich cool. Wollte ich eigentlich aufnehmen, aber ich hatte leider vergessen, die Soundeinstellung an meinem PC zu ändern. Deswegen kam die Aufnahme ohne Sound und da hatte ich auch noch nicht den Fix für Starbound und deswegen hat es geruckelt wie so. Und habe ich mir auch gedacht, komm, vergiss es. Ja, und essen sollte ich jetzt auch langsam. Hier habe ich das. Die letzten paar Male bin ich ja jedes Mal gestorben, bevor ich irgendwas essen musste. Ja, beim Fleisch muss man eigentlich nur 3 Stück essen und schon hat man komplett voll. So, ich frage mich langsam, ob er sich irgendwann beschwert wegen Hitze oder Kälte besser gesagt, aber ist bis jetzt nicht der Fall. Aber kann es sein, dass die Dinger hier verdammt wenig Holz droppen? Ja, tun sie tatsächlich. Oh, Traum! Traum ist gut. Hier habe ich relativ selten bis jetzt gefunden. Hier haben wir einen Avian. Ist wahrscheinlich ein freundlicher Händler. Ja, ist er. Hä? Just a warning, we don't accept Avos Money. Okay. Hier haben wir eine Kommode. Da ist nichts drin. Die nehmen wir uns aber trotzdem mit. Ein Bett und ein paar Planken und so weiter. Die beschweren sich nicht darüber. Ich lasse ihm trotzdem das Haus, damit der nicht stirbt. Weil die ganzen NPCs und so weiter, die sterben ganz gerne. So, hier haben wir eine Tür und eine Kiste darunter. Was haben wir hier? Molotow. Nice. Und 100 Pixel. Die Truhe nehmen wir natürlich auch mit. Okay. So. Glitch, Hidden Trapdoor. Okay. Komm her, du Mistvieh. Beide Mistviecher. Ah, nee. Ich wollte den Bogen. Lass mich in Ruhe. Puh. Ich bin mal wieder in Topform, ne? Ah, hier sind zu viele von den freundlichen Viechern, die ich nicht treffen möchte. Hör auf zu springen! Ganz im Ernst. Ah. Ich sag noch, hör auf zu springen! Hört er auf mich? Nö, natürlich nicht. Er möchte ja getötet werden, offensichtlich. Na, triff! Triff! Triff, du Sack! Na, ja, Leder. Sehr gut. Davon kann man am Anfang nicht gut genug bekommen. Ich glaube, die Drop-Chance erhöht sich sowieso, je schwerer der Bereich ist, aber weiß ich jetzt nicht. Kann ich jetzt nicht bestätigen. Nur eine Vermutung. Oh, da sind noch mehr Trauben.
Das finde ich gut. Noch mehr Trauben. Sehr schön. Und hier haben wir Kupfer, glaube ich. Ja. Dann leuchten wir mal ein bisschen weiter. Ah ja, Kupfer. Sehr schön. Oh, 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 oh. Gefährlich, gefährlich. Ja. Ja, und jetzt wird es natürlich Nacht. Ja, muss ja irgendwann mal passieren. Mal gucken, wie die Monster hier so sind. Ich glaube, nachts können auch so Miniboss oder Rare Mobs spawnen, die mit besonderem Loot nochmal sind. Die können teilweise Waffen droppen. Ziemlich cool eigentlich, dass man dafür nicht unbedingt Humanoide für jagen muss. Aber naja. Die halten dann auch dementsprechend viel aus. Au! Ja, ich glaube, der hat ein bisschen mehr Dampf. Schließlich ist es Nacht. Ja, oh. Habe ich dich beim Schlafen gestört? Tja, Pech für dich, das ist meine Höhle. Oder vielleicht doch nicht. Ja, manche Viecher sehen echt eigenartig aus. Ja, bei denen macht man im Vergleich wesentlich weniger Schaden. Na, komm noch näher. Sausack. Ich hab mal wieder Sprachstörungen. Ja, Schlafstörungen offensichtlich auch, so müde wie ich bin. Was richtig mies ist, ist, wenn, wenn Erze an den Wurzeln von diesen Lianen hängen, weil die so langsam abzubauen sind. Und dazu muss man dann auch noch, hier. Das lässt sich einfach überhaupt nicht abbauen. Erst wenn die Liane weg ist, lässt sich das abbauen. Ist echt scheiße. Ups. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass alles, was irgendwie niedlich oder hübsch aussieht, meistens das Tödlichere ist. Oder beziehungsweise das Aggressivere. Ja. Scheiße. Scheiße. Ja, manchmal muss man auch auf seine Erfahrung hören. Ha. Naja. Nicht mit mir. Meine Erfahrung ist völlig irrelevant. Naja, was habe ich mich damals erschreckt, als irgendwie ein Vieh, was aussah wie eine Fee, mich mit riesigen Feuerschwälen platt gemacht hat. Mann, Mann, Mann. Chucklefish, du Sau. Falls du nicht wusstest, Chucklefish so heißt. Der Entwickler, die Entwicklerfirma, weiß ich jetzt nicht. Sieht man ja, wenn man das Spiel startet. Oh Mann. Oh. Da oben haben wir Banditen. Was cool ist, die können ihre Kleidungsstücke droppen. Die haben zwar für gewöhnlich keine Rüstung, aber man kann die da sich dann in die rechte Spalte hier rein tun und dann, was, egal was man dann selbst für Rüstung anhat, dann sieht die genauso aus wie das, was man sich da reingetan hat. Ziemlich cool. So transmogrieren wie in WoW. Jedenfalls so ähnlich. Kostet jedenfalls nichts. Ich kann mich noch erinnern, ich habe damals noch Cataclysm gespielt. Das war's dann. Dann hatte ich auch keine Lust mehr drauf. War mitten im Raid-Content und dann war ich gelangweilt bei dem Spiel. Boah, leckt mich doch, ihr beiden. So, hier unten ist auch wieder nix. Ja, dann.
Dann messen wir uns gleich mal mit den Banditen und gucken ob und hoffen darauf, dass ich die Waffen von denen bekomme. Weil wie gesagt, ich finde so Blaster und Gewehre und so weiter ziemlich genial in diesem Spiel. Los, geh doch da oben ran. Mann, stößt hier erstmal den Kopf hier ran. So. Ich habe gerade eine kleine Pause in DSA. Ein paar von unseren Mitgliedern können zurzeit nicht so häufig. Ich meine, alles klar. Ich meine, ich bin ja der Einzige, der kein gesellschaftliches Hobby hat. AKA tanzen gehen. Oder sonst irgendwas tut. In der Richtung. Eigentlich ist DSA und Computerspiele mein einziges Hobby. Naja, was soll's. Ich hab's mit Tanzen versucht, aber ist einfach nicht mein Ding. So, wir sollten uns auch mal heilen, bevor die uns auseinandernehmen. So, nochmal. Manchmal wünschte ich mir wirklich, man könnte die mehrere Verbände hintereinander nehmen. Ja, komm runter, kommt runter. Oh, sind ja drei. Ich habe nur zwei gesehen. Ich glaube, ich sollte mal einen Molotow ausprobieren. Jetzt bin ich gespannt, was das bringt. Warte mal, ich hau mich mal hier durch. Ungesehen nach oben zu kommen. Da unten sind sie. Ja, ich muss den richtigen Winkel abpassen, sonst hau ich das Ding noch an irgendeine. Ah, scheiße. Ja, verbrannt zu sein ist echt heftig. Man kann sich kaum dagegen schützen. Noch nicht mal im Wasser zu stehen, wie ihr seht. Und jetzt kann er auch nicht mehr ordentlich schießen, weil er keine Ausdauer mehr hat. Die arme Sau. Und wir haben den Blaster nicht gekriegt. Sehr schade, aber irgendein anderer hat was gedroppt. Mal gucken, könnte die Gewandung sein. Ne, Bomben. Bomben sind auch gut gegen Bossgegner. Sechs Stück insgesamt. Ja, okay. Kann man mit leben. Ich werde die gleich mal beim Boss ausprobieren. Beziehungsweise beim nächsten Mal, wenn ich spiele. Wir sind jetzt bei einer Stunde. Okay, 5 Minuten machen wir noch. Und hier ist ein Zelt. Genau wie mit Betten kann man sich darin ausruhen, ein bisschen Leben regenerieren. Leider haben die keine Kiste hier. Normalerweise findet man noch Kisten und so weiter in solchen Lagern. Nehme ich mal alles mal mit. So, meins. So, komm her, du Krokodil, Vieh, Beutel, Ratte, was auch immer. Erinnert mich ein bisschen an Avatar, The Last Airbender. Da gab es ja auch immer Viecher, die total Panne aussahen. Aber auch ziemlich viele coole Viecher. Man muss unbedingt, oh, man sollte unbedingt die Augen offen halten, weil es gibt auch kleinere Pflanzen, die man nützlich machen kann. Mitunter auch so kleine Blüten, die man zum Färben benutzen kann, beziehungsweise um Färbemittel herzustellen. Oh, hier ist noch Eisen. Sehr schön. Und ja, die übersieht man in der Dunkelheit. Oder halt wirklich die richtigen Farmgegenstände, also Farmpflanzen. So wie halt die Tomaten oder so. Die übersieht man bestimmt auch, wenn man nicht geübt ist, die zu finden. So, gucken wir mal tiefer. Ah, okay, hier ist eine. Komm schon. Die unter Wasser zu bekommen ist manchmal richtig scheiße. Ja, natürlich habe ich auch immer wieder die Taschenlampe nicht ausgerüstet. Naja, nicht schlimm.
Oh, wie viele Viecher sind denn hier plötzlich? Oh, das überlebe ich nicht. Das überlebe ich vermutlich nicht. Oh Mann. Zum Glück ist das Pathfinding immer noch ein bisschen buggy, ja. Später kann man sich das bestimmt nicht mehr leisten. Sind die eigentlich hostile? Nee. Ah, da ist Wein. Oder Weintrauben, wie auch immer.